So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Traumbewusstsein. Ich habe mich lange verspätet, aber jetzt gibt es endlich wieder Videos und ich versuche gleich mal mehrere miteinander aufzunehmen, sodass die Abstände der Videos nicht immer so lang sind. Ja, was sind so die Themen, die mich im Moment beschäftigt haben mit dem Klarträumen. Zunächst möchte ich mal alle Interessierten einladen für eine Umfrage, die Steve und ich gestartet haben vor einem Monat ungefähr. Steve Spellbound. Und diese Umfrage ist anders als andere Umfragen. Also natürlich geht's um Klarträume, aber es geht nicht nur um Klarträume. Es geht auch um alle anderen Träume. Schreiben wir mal Träume. Und nicht nur um Träume, sondern auch um den Schlaf an sich. Und ja, das Ziel der Umfrage ist, also die Umfrage ist viel umfangreicher als sonst eine Umfrage. Normalerweise dauern die vielleicht 10 Minuten. Diese Umfrage wird schon einiges länger dauern. Also man sollte sich vielleicht eine Stunde Zeit nehmen. Aber es lohnt sich. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Haben wir noch andere Farben? Nein, wir haben nur Scheißfarben. Ich will aber keine Scheißfarbe. Was passiert, wenn ihr an dieser großartigen Umfrage teilgenommen habt, eine Stunde eures Lebens dafür verbraucht habt? Lohnt sich das? Ich würde sagen, ja, denn ich habe eine Idee. Und die Idee könnte man so bezeichnen. Techniken durchgestrichen. Vielleicht auch doppelt durchgestrichen oder auch dreifach, wie man möchte. Ich bin der Meinung, Techniken, naja, sie können helfen, sie können inspirieren und sie bringen natürlich auch Erfolge mit sich. Aber was eigentlich so das Hauptsächliche ist, ich habe das ja auch schon in anderen Videos erklärt, es geht nicht darum, bestimmte Abläufe zu befolgen, es geht eigentlich darum, dass man, also ich mache jetzt mal so ein bisschen mit, dass man seinen eigenen Weg findet. Jeder Mensch ist ja unterschiedlich und jeder ist in einer unterschiedlichen Situation. Und wenn jemand eine Technik beschreibt, dann so, du musst genau das hier machen und das und jenes. Und wenn du diese drei Schritte befolgst und du musst es genauso tun, wie ich sage, eventuell gibt es ja noch einen Punkt A und Punkt B und dann kannst du es dir aussuchen. Und das ist dann so die Geschmacksrichtung, ne? Das ist für die einen und das ist für die anderen. Naja, scheiß Farbe wieder. Aber wenn du das dann genauso machst, dann wirst du erfolgreich sein. Und was passiert? Es funktioniert nur bei manchen, bei den anderen funktioniert es einfach nicht. Das heißt ja, selbst die Person, die die Technik entworfen hat, sagen wir mal, meine tolle Technik. Selbst bei der Person, die sie entworfen hat, funktioniert später vielleicht nicht mehr. Mir ist es schon ab und zu mal so gegangen. Und dann fragt man sich, woran liegt's denn? Haben es die Leute, die bei denen es nicht klappt, haben sie es einfach falsch gemacht? Waren sie nicht streng genug? Oder vielleicht waren sie zu streng, haben sich zu streng an den Plan gehalten? Oder was ist eigentlich so das Problem? Ne? Und da kommt eben mein Ansatz ins Spiel. Die Leute sind unterschiedlich und oft, wenn man eine Technik beschreibt, beschreibt man nicht unbedingt das Wesentliche. Das heißt, man lässt natürlich irgendwas aus. Wie entstehen überhaupt Techniken? Ja? Also eine Technik entsteht durch Erfahrung. Also eine neue Technik, ja. Man hat irgendwas erlebt oder vielleicht auch ausprobiert, ja, ein Experiment gemacht. Meistens aber auch durch Zufall. Ist man auf irgendwas gestoßen und hat erkannt, okay, das ist ziemlich cool, das nenne ich jetzt die Technik, weil das funktioniert bei mir ziemlich gut. Und dann muss ich natürlich gleich allen Leuten erzählen, wie toll das funktioniert, damit die das auch machen.
Und alle so coolen Klarträumern werden. Aber so funktioniert es dann irgendwie auf einmal doch nicht. Und warum? Man hat angefangen, das, was man in einzelnen Situationen erlebt hat, auf einen Nenner zu bringen. Das ist ja an sich nichts Verkehrtes. Aber man hat es dann sozusagen starr gemacht. Ja, das sind vorher einzelne fluide Erlebnisse, die sich unterscheiden können und bei denen man viele Ausprägungen hat. Und dann am Ende ist es nur noch dieser eine Punkt, dieses eine Objekt, diese eine Methode, die man anwenden muss. Und dann hat man Sachen vielleicht weggelassen, die man als, ja, Kontingent bezeichnet. Das heißt, bei der ganzen Erfahrung, da gibt es ja noch viele Dinge außenrum, die so passieren. Da sagt man, ja, das ist natürlich nicht wesentlich, wie ich jetzt zum Beispiel, auf welcher Seite ich jetzt geschlafen habe oder um wie viel Uhr ich schlafen gegangen bin. Wichtig an der Technik ist eher nur Punkt A, B, C, 1, 2, 3. Aber woher weiß man denn eigentlich schon so genau, was alles wesentlich an dieser Technik ist? Denn vieles erscheint einem selbstverständlich einfach dadurch, dass man die Person ist, die man ist. Man hat so seine Art, die Welt zu erleben. Und andere Leute erleben die ganz anders, so dass man es sich vielleicht gar nicht vorstellen kann. Ne? Also das hier, das sind jetzt so alles verschiedene Menschen. Vielleicht. Oder vielleicht andere Astralwesen. Nein, ich glaube nicht an Astralwesen, aber es sind Astralwesen. Jeder ist ein bisschen anders, aber man erachtet manche Dinge, die man so erlebt, einfach als selbstverständlich, hat so nicht die Idee, dass andere Leute ja irgendwas nicht verstehen können. Wie zum Beispiel, ich kann ziemlich gut Hypnagogien betrachten. Also wenn ich meine Augen schließe, selbst wenn ich die Augen offen habe, gelingt es mir sehr leicht. Auf einmal sehe ich Muster und Formen und ziemlich schnell auch Personen und irgendwelche Figuren, die verrückt oder nicht verrückt sein können. Ich höre schnell irgendwie Stimmen. Und dann erscheint es mir sehr selbstverständlich, wenn ich sozusagen eine Technik mit Hypnagogien habe, dass ich dann den Leuten zum Beispiel sagen würde, ja, geht mal in den hypnagogen Zustand rein und macht dies und das und dann habt ihr einen Erfolg. Und dann sagt plötzlich jemand, ja, aber wie komme ich denn in den hypnagogen Zustand? Und ich so, ja, wie kommt man da rein? Man guckt sich einfach die Hypnagogien an. Was ist das Problem? Aber irgendwie, es scheint nicht für jeden gleich selbstverständlich zu sein, solche Sachen. Und das merkt man dann erst im Laufe der Unterhaltung. Und deshalb kann man jetzt nicht einfach davon ausgehen, dass alles, was einem selbstverständlich erscheint, anderen Leuten auch selbstverständlich ist. Und es geht dann nicht nur um die Sachen, die selbstverständlich erscheinen, sondern auch um die Sachen, die einem leicht fallen, ja? Sachen, weiß nicht, die man nicht trainieren muss. Wenn jetzt zum Beispiel ein buddhistischer Mönch einem erzählt, wie man, keine Ahnung, eine bestimmte Meditationsart durchführt, dann hat er natürlich schon jahrelang meditiert und es fällt für ihn super leicht, in irgendeinen bestimmten Zustand zu kommen. Und dann begreift man vielleicht gar nicht, was so denn seine Technik ist, wenn man das gar nicht kann oder wenn man das nicht geübt hat. Long story short, es geht darum, dass einfach die persönlichen Elemente bei einer Technik rausfallen, wenn man sie zu einer allgemeinen Technik macht. Dann beschreibt man sie und dann ist es wie so ein Gesetz, das gilt für alle. Und wenn die Technik wirklich gut ist, dann funktioniert die auch bei verschiedenen Personen, weil sie zum Beispiel schon auf die verschiedenen Möglichkeiten abgestimmt ist, wie Leute die Technik anwenden oder wie sie damit Erfolg haben. Ja, aber das heißt trotzdem nicht, dass sie für alle funktioniert. Und ja, wie erklärt man denn jetzt jemanden, wie man bewusst einschläft zum Beispiel? Oder wie man kritisches Bewusstsein hat? Oder wie man sich eine Suggestion einpflanzt? Wie erklärt man das eigentlich jemandem? Man erklärt es vielleicht durch Beispiele, so mache ich das und so weiter. Aber dann gibt es immer noch die Gruppe an Menschen, die das nicht versteht. Bei denen läuft das irgendwie anders im Kopf ab und die wissen vielleicht einfach nicht mal, wie das gemeint ist, was man erzählt. Das ist ja noch viel extremer, wenn man von irgendwelchen besonderen Erlebnissen redet, die dann plötzlich mit Erleuchtung und wie man das alles bezeichnet, zu tun haben. Und da finden sich dann vielleicht ein paar Leute drin wieder,
die sagen, die kennen das irgendwie, auch wenn sie die Beschreibung nicht so ganz wörtlich nehmen. Aber andere, die sagen einfach, das hört sich nach Unsinn an oder ich verstehe nicht, wie das gemeint ist. Ne? Und das ist einfach das große Problem bei Techniken, finde ich. Man achtet viel zu wenig auf die persönliche Herkunft bei der Technik. Die Technik hat natürlich immer eine Erfahrung und ein irgendwie so ein Erlebenshintergrund. Und auf den muss man achten und den muss man irgendwie auch beschreiben, so gut es geht, und überhaupt erstmal reflektieren, damit man versteht, was das eigentlich für ein Hintergrund überhaupt ist. Und dann passiert es, dass man einzelne Elemente rausgreift aus dieser Technik oder aus den Erfahrungen, die man hatte. Und dann sagt man, das und das und das hat dazu geführt, dass ich einen Glattraum hatte und dass ich sonst irgendwie ein besonderes Erlebnis hatte. So, jetzt habe ich hier schon mal alles vollgeschrieben. Am besten, ich mach's weg. Das bedeutet, am Ende geht es nicht um die Technik. Die Technik ist immer nur der Anfang, der Einstieg. Am Ende geht es aber darum, dass man die Technik extrahiert. Ja? Dann nimmt man sich ein Element aus der Technik heraus und analysiert das irgendwie mehr und kommt zu dem Schluss, hier gibt es Gesetzmäßigkeiten. Zumindest jetzt erstmal für mich persönlich. Bei mir funktioniert das so und so. Und diese Gesetzmäßigkeiten kann ich einzeln isoliert betrachten und die kann ich umformen, ja? Die kann ich unterschiedlich zusammenstellen und daraus ergibt sich dann sowas wie eine neue Technik. Aber diese neue Technik, das heißt nicht, dass diese neue Technik dann wieder sowas Festes sein muss, sondern naja, die können ja genauso gut wieder aufgelöst werden in ihre Bestandteile oder vermischt werden mit anderen Bestandteilen und daraus kann sich dann wieder was Neues entwickeln. Und ich glaube, das Problem ist bei Menschen unserer Zeit immer, dass sie viel zu autoritätshörig sind, viel zu desorientiert sind und sich stets an irgendwelche Anleitungen halten. Und ich anerkenne natürlich, wenn es Menschen schwerfällt, bestimmte naja, auf bestimmte Art Freestyle zu handeln und sich Techniken anzueignen und etwas zu verändern und so, auf ihr Gefühl zu hören, dann hilft das denen natürlich auch mal, wenn sie sich an bestimmte Anleitungen halten. Das will ich jetzt nicht verleugnen. Es kann natürlich Menschen helfen, aber es ist aus meiner Sicht nicht das Endziel, nicht das, wo man am Ende landet. Am Ende landet man dann doch, finde ich, bei seinen persönlichen, ja, Vorlieben und bei seinen persönlichen Erkenntnissen. Man erlebt halt, wenn es um geistige Sachen geht, wenn es um Schlaf und Träume und so weiter geht, immer etwas ganz Persönliches. Und natürlich hat es dann auch Ähnlichkeiten zu dem, was andere Menschen erleben. Aber es ist auch unterschiedlich. Und vor allem ist die Gewichtung unterschiedlich. Bei den einen funktioniert das besser, weil sie einfach in einer anderen Lebenssituation sind. Und das muss man immer bedenken, wenn man jetzt zu anderen Leuten zum Beispiel aufschaut und betrachtet, oh, die haben so viele Klarträume und die sind so cool und was weiß ich, die sind so erleuchtet, das will ich auch. Und wieso gelingt mir das nicht? Die beschreiben doch ihre tollen Techniken und ich mache das doch auch alles, aber irgendwie funktioniert das bei mir nicht. Wieso nicht? Und das sollte man immer im Auge behalten. Man ist einfach in einer völlig anderen Lebenssituation, ja. Also man hat eine andere Geschichte und deswegen braucht man auch eine andere Herangehensweise an das Thema. Man muss seinen eigenen Weg finden. Das ist immer so bei geistigen, bei ja, Wahrnehmungssachen. Da muss man immer seine eigene Persönlichkeit finden. Und die kann sich natürlich verändern und entwickeln, aber man kann nicht, man kann niemals wirklich weit kommen, wenn man nur in die Fußstapfen anderer Leute treten will. Und das ist aus meiner Sicht sogar dasselbe im übrigen Leben. Also wenn es jetzt darum geht, welchen Beruf mache ich oder
ja, mache ich irgendein Hobby und bin da kreativ und so. Es geht niemals, wenn man nur in die Fußstapfen anderer tritt. Man kann sich inspirieren lassen und auch sehr stark inspiriert werden. Aber wenn man einfach nur was nachmacht, das ist zu mittelmäßig. Damit wird man, das ist einfach nicht, es passt einfach nicht zu einem selbst dann. Es ist fremd. Und das spüren dann auch die anderen, die einem zugucken, und die merken dann auch, das ist nicht genial, das ist nicht originell. Da hat man nicht irgendjemand, der auf seine Art und Weise etwas Neues macht, etwas ganz Einzigartiges, was niemand sonst machen kann, weil es einfach du selbst bist, ne? Dabei ist es nicht unbedingt schwer. Man muss nur, ja, ich sag das, ich erzähle das jetzt auch schon so, wie wenn ich eine tolle Technik gefunden habe. Man muss aber, also es kann jeder machen, es kann jeder seinen Weg finden. Jeder hat diese Veranlagung, sage ich mal, weil jeder sein eigenes Selbst hat, seine eigene Perspektive, seine eigene Wahrnehmung. Und wenn man die ernst nimmt und wenn man die lernt wahrzunehmen und zu erleben und auch auszudrücken, ja, und seinen Weg zu gehen, auch da braucht man auch diesen Mut dazu und muss sich ein bisschen gegen Hindernisse stellen, dann wird das klappen. Dann wird man was Eigenes kreieren, was Geniales und Großes. Für sich und für sein Leben, und das auch andere Menschen wieder inspiriert, ihren Weg zu gehen. Ne, aber das ist überhaupt nichts Autoritätsverbundenes. Man hat dann niemanden, dem man folgen muss, keinen Führer und keine vorgegebenen Wege. Es ist schwierig, aber ich finde, es lohnt sich am Ende, und es ist auch Zeit, finde ich, so langsam, damit dass die Menschheit oder dass die westliche Gesellschaft, die ja mittlerweile überall vertreten ist, dass die Menschen anfangen, so ihren Weg zu finden und ihre Persönlichkeit. Und das kann viel verändern. Ja, also es geht zwar jetzt mir immer noch um Träume und um geistige Erlebnisse, aber es hat einen großen Einfluss auch auf das Leben. Dazu werde ich wahrscheinlich noch mehr sagen, wenn ich ein Video zum Lucid Living mache. Und es hängt auf jeden Fall auch mit dem Thema hier zusammen. Es geht eben darum, dass man sich selbst findet, dass man seine Präferenzen, seine Möglichkeiten und seine Geschichte findet. So, und ein Aspekt dieses Themas, ja, ein Aspekt ist das so schon bezeichnete Lucid Living, das ich noch näher erklären und ausführen werde. Aber ein anderer Aspekt, das ist eben das, was auch in der Umfrage behandelt werden soll, was so das Ziel meiner Umfrage ist. Also ich habe sie sozusagen entworfen, Steve hat mir geholfen, sie umzusetzen und auch viel Input beigesteuert. Auf jeden Fall das Ziel ist, nicht mehr darauf zu achten, welche Technik ist die beste, welche Technik funktioniert bei den meisten Leuten und so weiter, sondern was sind die Einzelelemente, die man zu Techniken machen kann oder die man von Techniken nehmen kann, die irgendwie begünstigend oder störend sich auswirken? Ne? Dann hat man bestimmte Personen, bestimmte Personengruppen mit einer bestimmten, sagen wir zum Beispiel Persönlichkeit, mit bestimmten Lebensumständen, ja. Bei denen funktioniert vielleicht die eine Sache viel besser als bei einer Gruppe, die ganz andere Lebensumstände haben, ja. Also jetzt ganz einfach ein Beispiel wäre, wenn die Leute unterschiedlich viel Freizeit haben. Natürlich, ein Aspekt, um mehr Klarträume zu haben und ansonsten auch seine Ziele, im Schlaf und auch sonst bei der Meditation und so weiter zu erreichen, da ist ein Aspekt ganz wichtig, die Zeit, die man dafür verwenden kann, sich damit überhaupt zu beschäftigen. Je mehr Zeit man dafür verwendet, umso mehr kann man natürlich erreichen. Das ist so. Die Umfrage wird das vielleicht auch nochmal bestätigen, aber das ist, denke ich, auch schon ziemlich evident, dass das einfach so ist. Wenn ich wenig Zeit habe, dann muss ich einfach das Glück haben, ein natürlicher Klarträumer zu sein oder so. Oder vielleicht, dass es durch einige Übungen irgendwann dazu gekommen ist.
dass ich mittlerweile nicht mehr viel dafür tun muss. Aber dann muss man halt trotzdem erstmal diese Übungen machen. Ja, also bei den einen Leuten, die müssen sich erstmal darum kümmern, in ihrem Alltag diese Zeitfenster zu finden und möglichst effektive Methoden zu finden, die nicht so viel Zeit einfordern. Andere Leute, die haben viel Zeit und die können vielleicht ganz andere Sachen ausprobieren und machen. Und dann gibt es natürlich auch unterschiedliche Persönlichkeitstypen, ja. Es fällt natürlich zum Beispiel viel leichter, wenn man sich über das Thema mit anderen Leuten unterhält. Aber nicht jeder oder jede unterhält sich gerne mit anderen Menschen darüber. Das hängt natürlich von dem Umfeld ab, das man hat, aber auch von der Persönlichkeit, wie sehr man auf andere Leute zugeht, wie sehr man bereit ist, andere kennenzulernen, zum Beispiel auf ein Treffen zu gehen, wenn man so völlig neu ist und gar nicht die Leute kennt. Das schreckt natürlich manche Leute ab, andere machen das ganz einfach, denen fällt das ganz leicht. So, und ja, dann funktioniert eben dieser Ansatz der Kommunikation über das Thema, was ja auch einen großen Einfluss hat darauf, wie erfolgreich man am Ende träumt oder sich mit sonst was beschäftigt. Dieser Kommunikationsansatz muss dann ja unterschiedlich angegangen werden, je nachdem, welche Persönlichkeit man hat. Wie schwer oder leicht einem sowas fällt, darüber zu reden und überhaupt mit Leuten in Kontakt zu treten. So. Das heißt, es gibt verschiedene Persönlichkeit oder Umstände, so verschiedene Gruppen, die erleichtern oder erschweren bestimmte, ja, Aktivitäten jetzt, oder bestimmte Sachen, welche im Allgemeinen gut oder schlecht sind für Träume, für Klarträume, für Traumerinnerung, für, ja, alles Mögliche. Und ich habe da ein paar Ideen, was so Einflussfaktoren sein könnten, und habe die in die Umfrage eingebaut. Und diese Umfrage ist hauptsächlich quantitativ, das heißt, man gibt an, trifft zu, trifft nicht zu und trifft weniger zu und so weiter, oder man gibt Zahlen ein. Aber es gibt auch Textfelder, wo man dann ja zum Beispiel Themen eingibt, von denen man öfter mal träumt, oder einfach bei jeder Frage gibt es auch Anmerkungsfelder, falls man irgendwas nicht verstanden hat oder irgendwas auf eine bestimmte Art, erklärt man das dann oder kann irgendwas richtigstellen und so weiter. Also die Umfrage ist gemischt, aber hauptsächlich quantitativ. Und das heißt, natürlich ist das Erkenntnispotenzial von einer Umfrage begrenzt. Denn Statistiken sind niemals so richtig hundertprozentig aussagekräftig, was Kausalitäten angeht, ne? Also, falls man sich mit Statistiken nicht so auskennt, ich habe das jetzt im Laufe der Beschäftigung mit der Umfrage gemerkt, man kann aus Umfragen nicht herauslesen, wenn es jetzt eine Verbindung gibt, zum Beispiel Leute, die, also jetzt so ein rein fiktives Beispiel, Leute, die viel mit dem Ball spielen, die werden auch viele Klarträume haben. Wenn es einfach so einen Zusammenhang gibt, man findet den, was folgt daraus, heißt das, man muss Ball spielen, um Klarträume zu bekommen, kann aber auch heißen, Leute, die klarträumen, die spielen einfach viel Ball. Und also, welche Richtung die Kausalität wirkt, das kann man nicht sagen. Es kann auch sein, dass es irgendeine dritte Ursache gibt, die beides begünstigt, ne? Das heißt, Klarträumer sind einfach zufälligerweise Leute, die viel Ball spielen, weil beides hat zu tun mit, sagen wir mal, Kreativität oder so. Also ist jetzt ein rein ausgedachtes Beispiel, aber also aus einer Umfrage kann man nicht so viel herauslesen, aber was die Umfrage kann, das ist, man kann Tendenzen erkennen und man kann neue Hypothesen bilden oder Hypothesen überprüfen. Das heißt, wenn ich jetzt die Hypothese habe, dass die Dauer der Beschäftigung mit dem Thema einen starken Einfluss hat auf das Klarträumen, dann werde ich das durch die Umfrage feststellen. Und wenn ich dann die These habe, Leute, die viel arbeiten, dass die dann auch weniger Klarträume haben, dann kann ich diese These mit der Umfrage testen. Aber es geht, wie gesagt, nicht nur um Klarträume, sondern auch um Trauminhalte, ja, was begünstigt ist, von bestimmten Dingen zu träumen, oder um die Schlafqualität zum Beispiel. Oder um die Traumerinnerung oder auch sowas wie Schlafparalysenerfahrung. Und ja, diese Faktoren, die ich da so abfrage, das behandelt eben physische Faktoren, ja. Das
Bedeutet, das sind so die ganzen körperlichen und Umweltsachen, so die Ernährung zum Beispiel oder Sport. Weil da gibt es zum Beispiel Thesen, dass bestimmte Ernährungen würden einen Einfluss darauf haben, was man träumt. Oder be bestimmte Art von Sport, zum Beispiel Jonglage, würde helfen, um klar zu träumen. Dann gibt's das soziale Faktoren, also einfach die soziale Umgebung. Zum Beispiel hatte ich da die These einfach, dass Menschen, die eine besonders starke Ablehnung in ihrem Umfeld erleben, also das heißt, wenn andere Menschen darauf sehr negativ reagieren, auf das Thema, wenn man davon erzählt, dass man dann auch weniger Erfolge hat. Es ist so eine These, die kann man dann auch testen. Oder, wie gesagt, wie viel man arbeitet. Zum Beispiel, oder ja, wie viel Stress man erlebt, weil Stress soll ja auch ein starker Hinderungsgrund sein für Traumerinnerung, für Klarheit im Traum. Und das kann man dann testen, wenn genug Leute angegeben haben, also auch realistische Werte, tatsächliche Werte angegeben haben, wie viel sie zum Beispiel arbeiten oder wie gestresst sie sich da fühlen. Da habe ich auch unterschiedliche Fragen gestellt. Und dann gibt es natürlich noch die psychischen Fragen. Das sind dann solche, also einfach die Vermutung, dass eine bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, also Charakter und Psyche gehören hier zusammen, dass zum Beispiel eine bestimmte Persönlichkeitsart, also ein Mensch, der besonders neugierig und offen für neue Themen ist und für intellektuelle Themen, dass solche Menschen mehr Erfolge haben. Das ist zum Beispiel eine These, die kann man dann testen durch einen Persönlichkeitstest, der in der Umfrage eingebaut ist. Oder, ja, es gibt oft die Vermutung, dass sich Leute mit Klarträumen besonders dann beschäftigen, wenn sie psychische Leiden haben, psychische Probleme haben, wie zum Beispiel Depressionen oder so etwas. Und das kann man dann auch überprüfen, ob das einen Zusammenhang gibt oder nicht. So, und all diese verschiedenen Faktoren, die in unserem Leben, in unserem alltäglichen Leben vorhanden sind, es wäre ja unsinnig anzunehmen, dass die keinen Einfluss darauf haben, wie wir träumen. Das heißt, wenn man sich nur auf eine Technik konzentriert und diese ganzen Faktoren außer Acht lässt, dann wird man wohl niemals ein besonders guter Klarträumer werden. Weil einfach das gesamte Leben, denke ich, schon mit Klarheit und auch ansonsten mit Traumerinnerung, Trauminhalten zu tun hat. Ja, und wenn man diese ganzen Faktoren betrachtet, dann wird man vielleicht Zusammenhänge erkennen. Das kann man natürlich auch für sich persönlich einfach machen. Aber ich mache das jetzt auch mal für die Mehrheit der Leute, die bei der Umfrage teilnehmen werden. Und ich hoffe, da gibt es ein paar interessante Ergebnisse. Ich glaube, es wird interessante Ergebnisse geben. Und sie werden umso interessanter, je mehr Leute daran teilnehmen, weil die Ergebnisse einfach aussagekräftiger sind. Deswegen die Zeit darin zu investieren lohnt sich auf jeden Fall. Und ich finde, es macht auch Spaß. Es kann natürlich Leute geben, die mögen Umfragen einfach nicht. Da kann ich jetzt nicht behaupten, dass es denen vielleicht Spaß machen wird, aber mir machen Umfragen Spaß und ja, wer Spaß an Umfragen hat und an Persönlichkeitstests und so, wird auch an dieser Umfrage Freude haben. Denn sie regt auch ein bisschen, einfach die Fragen selbst, die regen auch ein bisschen an, darüber nachzudenken, wie die eigene Situation so ist und wie das für einen selber so ist. Wenn man dann die Umfrage ausgefüllt hat, kann man da selber schon mal etwas drüber nachdenken. Was denn so im eigenen Leben irgendwie verbessert werden könnte oder ein Problem darstellen würde. Was ist die ganze Beschäftigung mit den Klarträumen und mit den eigenen Zielen, im Schlaf, angeht. Und meine Hoffnung ist auch, dass wenn man diese Faktoren, wenn man irgendwelche Zusammenhänge gefunden hat, dann muss man sie natürlich nochmal weiter überprüfen, und gucken, inwiefern die Ergebnisse der Umfrage jetzt tatsächlich aussagekräftig sind oder inwiefern, wie rum die Kausalität ist. Aber ja, genau, und die Hoffnung ist auch, dass man dann vielleicht auch die Didaktik etwas verbessern kann. Das heißt, wie man überhaupt anderen Leuten beibringt, klar zu träumen oder sonst was. Dass man dann
im Blick behält. Ach ja, das ist, die Person hat vielleicht andere Lebensumstände, da sollte ich mal danach fragen, welche Lebensumstände sie hat. Und einfach mal auch Tipps geben, was an ihrer Situation speziell verändert werden könnte, um, oder was in ihrer Situation so die ersten, die besten Schritte wären, um irgendwie eine positive Veränderung herbeizuführen. Weil sowas gibt es irgendwie bisher in der Klartraum-Community nicht wirklich. Naja, und im Allgemeinen einfach, um besser zu verstehen, wie funktioniert eigentlich Klarheit, wie funktioniert eigentlich Trübheit und wie funktioniert Erinnerung an Träume und so. Was beeinflusst das alles und was ist negativ und positiv damit verbunden? Ja, ich werde mich wohl einfach im nächsten Video wieder melden mit dem nächsten Thema, das einfach daran anschließt, weil es geht jetzt natürlich auch über in das Thema Lucid Living und wie das gesamte Leben einfach zu berücksichtigen, was das für einen Einfluss hat. Man kann es natürlich auch ignorieren. Man kann sich einfach nur auf Techniken konzentrieren. Wer das möchte, kann das machen. Aber ich möchte ja neue Ansätze und deswegen ist vielleicht nicht unbedingt neu für jeden, aber vielleicht für einige. Oh, dann also bis zum nächsten Mal.